Das ist Schütze TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it. Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs, weil es ist nicht einfach in Thun nach einem 1-0 Rückstand nochmal zurückzukommen. 4 Goal in Thun schiessen, ich glaube, das klingt nicht viel in der Mannschaft. F, unsere Leute schreien F für Fußball, C für den Club rot-weißes Blutmann, go. B für Winterthur, Fuß in die Luft. Come on. FCW, die Stadt braucht den Club. Ja, ja. Bewährungsprobe für den FCW und seinen Trainer Alex Frey in Thun. Wer vorne will dabei bleiben, muss punkten. Ehrlich gesagt, in den Anfangsminuten ist Winterthur ziemlich im Regen, respektive im Schilf gestanden. Schon in der zweiten Minute musste Gelmi auf die Linie retten. Ja, in den ersten 15 Minuten sind wir ein bisschen geschwungen. Ja. Dann hat der FCW immer dominanter aufgespielt und ist zur Chance gekommen. So in der 22. Minute mit dem Pfostenschuss vom Saif Latayev. Eine Minute später dann ein Stockfehler vom Granit Lekai. Mit einem sauberen Tackling will er seinen Fehler gut machen. Der Schiri allerdings gibt Penalty. Ziemlich glücklich für Thun. Ja, muss jetzt glaube ich nicht viel dazu sagen. Der Spiegel spekuliert ziemlich früh. Thun führt 1-0. Aber nach dem Penalty haben wir gute Reaktion gezeigt und sind zurück ins Spiel gekommen. Vor allem einen. Der Saif Latayev hat Thuner Abwehr schwindlig gespielt. Jetzt muss er nur noch im Abschluss stärker werden. 28. Minute, Gonsalves auf Ramisi und der Thuner Verteidiger zieht Handbremse. Kein Penalty, sagt der Schiri. Noch mehr Glück für Thun. Doch Vinti ist nicht mehr zu bremsen. Ramisi, Gorbas, Alves. 1-1. Ein super Zuspiel von Gorbas und einen souveränen Abschluss von Alves. Die Stimmung im Gästesektor nimmt Fahrt auf. Bis zur Halbzeit fantastisch nach vorne, nicht unbedingt so gut verteidigt wie die vergangenen Spiele. Zweite Halbzeit überragend. 47. Minute, einmal mehr der Saif, mit Technik und Tempo. Ein perfektes Zuspiel, der Demhaschei verzieht. Super Saif, super! Nur mit Foul war er gestern zu bremsen. Der Saif ist sicher ein Profiteur von Alex Frey seiner Rotationen. Wir haben heute wieder 4 Positionen gewechselt. Also die Jungs wissen, dass jeder seine Chance bekommt, früher oder später. Aber sie müssen einfach dann parat sein. Und alle sind gestern parat. Wie singt der Grüne Meier in seinem Song Bochum? Mit einem Doppelpass machen wir den Gegner nass. Im Nachschuss das zweite Goal von Alves. Was ist los mit dir? Ja, wenn man das erste Spiel sieht, was ich noch verschossen habe, umso besser trifft jetzt das Goal wieder. Also eben, nach dem Spiel gegen Wiel ist der Knotenplatz, kann man so sagen. Thun hat sich noch nicht geschlagen gegeben und mit viel Muskel den Ausgleich erzielt. Praktisch vom eigenen Mann zum Goal angeschossen worden. Dann endlich die Erlösung für den Gegenspieler vom Saif, den Noel Wetz. Nach x Fouls und ein paar Knöpfe dabei darf er raus. Der Saif aber trippelt weiter. Pass auf den Demhaschei und der leitet sich clever zurück zum Ramisi. Erneut die Führung für den FCW. Vier Abend für den Ramisi. 4 neue Offensivkräfte hat Alex Frey eingewechselt. Der Semi Ballet,
der Neftali Manzambi und der Tobi Schettin haben dort weitergemacht, wo ihre Vorgänger aufgehört haben. Pass Schettin, Ablenker Balle, 4:2. Es braucht immer einen ganzen Trainerstab. Das ist nicht allein ich, das ist der ganze Trainerstab. Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs, weil es ist nicht einfach in Thun nach einem 1-0 Rückstand noch mal zurückzukommen. 4 Goal in Thun schießen, ich glaube, das klingt nicht vielen Mannschaft. Ein wichtiger Auswärtssieg für die Tabelle, aber auch für den Teamspirit. Die Mannschaft hat also 15, 18 Leute, die gleichwertig sind. Du sagst es, wir sind eine Mannschaft und wir brauchen jeden Spieler bis zum Schluss. Und man hat heute wieder gesehen, dass Sam ist reingekommen, macht wieder ein Goal. Wir brauchen jeden bis zum Schluss. Und auch die braucht es. Zum Beispiel nächsten Freitag in Schaffhausen.